Hallo Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Fundorte in Elex. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich euch einige Fundorte von Kronenstöckeln und Goldraunen zeigen. Ihr habt es bereits gelesen, 6x Kronenstöckel, 18x Goldraune. Ich weiß nicht, ob das alle Fundorte dieser Pflanzen sind, ob das die Maximalzahl ist oder ob es noch mehr gibt. Wenn ihr woanders noch Kronenstöckel oder Goldraune gefunden haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht schaffen wir es ja, wirklich alle in dieser Welt vertretenen Pflanzen dieser Gattungen zu finden. Und wir beginnen direkt mit den Kronenstöckeln. Kronenstöckel Nummer 1 befindet sich auf dem Konverter von Edan. Kronenstöckel 2 befindet sich auf dem Konverter von Nordabessa. Kronenstöckel Nummer 3 befindet sich bei der Kuppelstadt an der Südmauer. Kronenstöckel 4 und 5 befinden sich in der Nähe vom Firmengelände Zentralabessa. Nummer 1 ist hier und Nummer 2 müsste hier sein. Der sechste und letzte mir bekannte Kronenstöckel befindet sich zwischen dem Lager der Mitte und der Kuppelstadt ungefähr dort. So, kommen wir jetzt zu den Goldraunen und Nummer 1 und 2 befinden sich direkt am Start des Spiels beim kleinen Lager. Ungefähr dort Nummer 1 und hier Nummer 2. Goldraune Nummer 3 in der Krypta von Kral. Ich bin
Goldraune 4 befindet sich südlich vom Lager der Mitte. Goldraune Nummer 5 befindet sich beim Konverter Südabessa. Goldraune Nummer 6 und 7 befinden sich in der Mitte des verbotenen Tales. Nummer 1 ungefähr Pi mal Daumen hier und Nummer 2 dann hier oben. Goldraune Nummer 8 bei Thorald bei den verlassenen Felsen. Für die 9. Goldraune begeben wir uns dann zum Weltenherz in Tavar. Nummer 10 befindet sich im zerstörten Gewächshaus nordwestlich vom Fort. Nummer 11 befindet sich dann in der alten Fabrik.
Nummer 12 holen wir uns dann bei Jacks Leuchtturm ab. Nummer 13 holen wir uns dann beim Hangar, ungefähr hier, und wenn wir den haben, dann holen wir uns auch direkt Nummer 14, denn da ist leider ein kleiner Laufweg, der befindet sich dann so ziemlich genau an dieser Stelle hier. Nummer 15 wartet beim Firmengelände Vulkan auf uns. Goldraune Nummer 16 befindet sich an der Bergspitze in der Mitte Ignadons. Goldraune Nummer 17 befindet sich beim Südpass. Und die letzte mir bekannte Goldraune befindet sich beim Konverter in Ost-Xarkor. So, ich denke zu den permanenten Tränken, die man mit den Kronstöckeln und
Goldtron craften kann, da muss ich nicht viel zu sagen. Und ich wiederhole an dieser Stelle einfach nochmal, ich habe keine Ahnung, ob das alle sind, die 6 Kronenstöckel, die 18 Goldtrauen, da gibt es für mich keine Bestätigung, ich kann das nicht nachvollziehen, das ist nicht so einfach wie bei den Steinen. Von daher, wenn ihr noch irgendwo anders Fundorte kennt, wenn ihr noch wisst, wo man noch eine Goldtraune oder wo man bestenfalls noch ein Kronenstöckel herbekommt, weil Kronenstöckel scheinen ja auf jeden Fall etwas seltener zu sein, dann schreibt es einfach nochmal in die Kommentare, um den Menschen auf dieser Welt noch weiter behilflich sein zu können. Und das war es im Prinzip auch schon wieder mit diesem Video. Jetzt fehlen uns noch die gelben Steine, die weißen Steine, die Fotos, legendäre Waffen und dann haben wir es, glaube ich. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich heute schon wieder fürs Zuschauen. Hoffe wieder, dass ich euch helfen konnte. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.